ich wollte mich doch nur verstecken, Mann. So, Leute, willkommen zurück zu Fierce to Fat Home. Heute gehen wir in die Episode 2 rein, Norwood Hitchhike. Das war das Ganze mit dem Motel, wie man hier schon sehen kann, und irgendwas mit einer Autofahrt. Und da würde ich sagen, gehen wir da rein. Starten auch direkt los, und das hat Spielzeit der zweiten Episode sind ungefähr 40 Minuten. Das heißt, wir sind ein bisschen länger beschäftigt als bei Home Alone. Das waren, glaube ich, nur 20 oder so. Wir haben 15 gebraucht. Und da würde ich sagen, starten wir da auch direkt rein. Wie gesagt, alles echte Stories von Leuten, die es eingeschickt haben. Ob es true ist oder nicht, keine Ahnung. Das ist halt so ein Vertrauensprinzip, weil wir die es belegt haben. Ich denke einfach mal, dass sie wahr sind. Also das Home Alone kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das so auch passiert ist. Jetzt müsste wieder die Story-Erzählung kommen, oder? Das ist mir passiert, als ich 19 war. Ich bin jetzt etwas älter als 21. Ich kann mich an das noch sehr klar erinnern, weil ich mich so gefürchtet hatte. Zuerst traute ich mich nicht, diese Geschichte im Internet zu erzählen. Aber vielleicht hilft es, sie zu teilen, auch wenn es nur ein wenig. Oder vielleicht hilft es auch nur ein wenig, so. Ich bin einer dieser Typen, die Game Conventions liebt. Wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich zu jedem Event. Manchmal traf ich sogar ein paar meiner Online-Freunde. Meine Eltern waren nicht sonderlich begeistert von der Idee, dass ich auf einer Autobahn fahre. Aber ein Flugzeugticket wäre zu teuer gewesen. Na gut, ne? Das Event, an dem ich teilgenommen hatte, lief großartig und nun war der Tag gekommen, um nach Hause zu fahren. Als ich losgefahren bin, bemerkte ich jedoch, dass der Verkehr schrecklich war. Ich entschied mich, den längeren Weg zu nehmen, um den Verkehr zu umfahren. Das ist schon mal eine ganz schlechte Idee, wenn du den längeren Weg nimmst, um den Verkehr zu umfahren. Stell dich in den scheiß Stau rein, da sind Leute. Die Fahrt dauerte etwas über 12 Stunden, wo ist sie hingefahren, Alter? Ey, 12 Stunden Fahrt, Bruder. Dann fliegen. Wie ist hier zum Fahren? Holy shit, wir können Auto fahren. Boah, Junge, Alter. Kann der irgendwas machen? Radio aus. Ich will einen anderen Sender. Alles klar, nee, geht kein anderer Sender. Und Vater hat uns geschrieben, wir können mal gucken. Messenger Dad, okay. Du hast angerufen, ja, ich glaube, ich gehe zu dieser Convention. Darf ich dein Auto für 5 Tage ausbauen, bitte? Mit wem? Aiden. Dieser Internetfreund, er ist ein netter Typ. Nein, du wirst nicht 10 Stunden allein fahren. Gut, ich habe mich schon entschieden. Ich werde dich fahren. Wieso verstehst du nicht? Lass uns reden, wenn ich nach Hause komme. Fahr vorsichtig, Holly. Vergiss nicht, mich anzurufen. Alles klar, Papa. Aiden Williams, ah, das ist der Typ. Ah, den haben wir sogar hier rechts neben dran. Noch etwas, ich fahre jetzt. Vorsichtig, Holly. Alles klar. Ist Aiden stecken geblieben im größten Stau des ganzen Landes. Mies, hier ist es auch nicht so gut. Ich glaube, oh, hallo. Junge, Junge, okay, wir sollten vielleicht nicht WhatsApp, wenn wir im Auto sitzen. Weil wir lesen gleich weiter, was Aiden von uns will. Scheinbar ist Aiden der Typ, auf den Holly spitz ist. Und deswegen ist sie auch 12 Stunden gefahren. Aber who cares? Müssten wir ja irgendwann bei so einem Motel ankommen, oder was? Können wir, warte mal, geht das? Komm, wir beim Auto fahren, das passt schon. Das reicht, ich nehme eine andere Strecke. Du musst tun, was du tun musst, alles klar. Okay, da ist ein Baum, weg da. Und der hat dann nochmal geschrieben, wo bist du? Keine Ahnung, irgendwo im Wald, Vater. Lass mich in Ruhe. Ich bin alt genug, ich bin schon 19 Jahre alt. Andere Leute sitzen mit 19 schon im Knast. Oh, Junge, Holly, ist gut. Oh, Reservetank. Ah, bleiben wir liegen, oder was? Ah, da geht's irgendwo in die Tundra. Boah, was ist ein Beat? Ist das ein Glockenbeat? Ich meine, wir können locker 50 Kilometer fahren, also sollten wir uns entspannen. Obwohl ich weiß, wie bei dem alten Auto das ist mit Tank. Ich hab dir gesagt, dass du den Flug nehmen sollst, dann bezahlen doch auch Vater, Junge, wenn du unbedingt willst, dass ich fliegen soll. Ich, die gottlose Eltern. Holly, es wird spät, wenn du zurück bist, hoffentlich geht es dir gut. Oh, Schild. Und take, oh, hallo. Scheiß drauf, das ist einfach nur ein Typ im Wald. Lass den Typ im Wald sein, alles gut. Na, hier ist eine Tanke sogar. Oh, wait. Nein, aua, okay, wir haben die Tante nur, die Tanke nur so ein bisschen gestriffen. So aussteigen. Und dann kann ich wahrscheinlich hier irgendwie. Nee, das geht schon mal nicht. Oh, Skateboard, Junge. Ah.
Okay. Wir nehmen es einfach wieder mit. Scheiß drauf. Okay, sieht's aus, müsste das Skateboard hier bleiben. Ja, passt. Ja, gut. Ich meine, dass es Spenglerei regelt. Oh, wollte es nicht. Wollte es nicht. Alles klar, du wolltest also keine kühle Kohle haben an deiner ranzigen Tankstelle mitten im Wald. Ich würde es überlegen, weil ich glaube, so schnell siehst du keine andere Tanke mehr. So, haben wir irgendwas? Können wir irgendwas mitnehmen? Oh, wir können Sachen einfach rausnehmen. Hui! Hui! Ah, das nehme ich auch. Haben wir Bier? Oh, Junge. Hundefutter. Ah, das nehme ich auch noch. Ich werde die Polizei anrufen. Warum? Gnädige Dame, kann ich für 10 Dollar für Säule 2 haben? Irgendwas willst du mit 10 Dollar? Du musst 12 Stunden Auto fahren. Hä? Ja, das reicht doch kein bisschen. Was sind 10 Dollar in Amerika? Gehen Sie alleine zur Brücke. Ja, was für eine Brücke? Northwood Valley Road, meine ich. Nicht viele Leute machen sich zu dieser Zeit des Jahres auf den Weg dorthin. Seien Sie vorsichtig. Danke schön. Ich mache keine Witze, gnädige Dame. Seien Sie vorsichtig. Es ist nicht sicher hier draußen. Seit einem Jahrzehnt sind hier draußen viele Leute verschwunden. Und Leute, die Vermissten gesucht haben, sind nie wieder heimgekehrt. Okay. Die Ortsansässigen sagen, dass das Northwood Valley Monster sie in Stücke gerissen hat und anschließend in die Bäume gehangen hat. What the fuck? Kann ich die Toilette benutzen? Sie ist nicht sauber. Ja, dann lassen wir das lieber. Fress deinen Scheiß selber. Wo ist denn hier ein Klo? Ah, haben Sie von Northwood Valley Monster gehört? Und zwar wissen Sie etwa darüber. Großer Fehler. Top, Dankeschön. Damit mit der Information kann ich jetzt mega viel anfangen. Noch eine Sache. Wenn Sie eine Frau in einem weißen oder blauen Kleid sehen, die einen Mitfahrgelegenheit sucht, halten Sie nicht an. Fahren Sie so schnell Sie können. Warum? Manche sagen, dass beim Autounfall in der Nacht ihres Abschlussballs gestorben ist. Andere sagen, sie wollte Rache nehmen, nachdem sie dort vergewaltigt und getötet wurde. Wie dem auch sei, sie will Blut sehen. Was auch immer sie tun, nehmen sie niemals, niemals unter keinen Umständen einen Tramper mit. Diese Leute auf den Straßen, die ihre Daumen ausstrecken, sind nicht das, wonach sie aussehen, gnädige Dame. Die sind nicht so. Alles klar. Die sind nicht so eine. Ah, das ist doch der Dude aus dem Wald, oder? Er sieht sehr aus wie der Dude aus dem Wald. So, Mama, ich weiß, ob du spät im Laden findest, aber ich habe kein Hundefutter mehr. Kannst du etwas für Milo holen? Ich zahle es dir zurück. Junge, ist das dein Scheiß Ernst? Ich stehe irgendwo mitten im Wald. Ich zahle es dir zurück. Alles klar, hol ich halt noch Hundefutter für Kack-Milo. Alles dreht sich immer nur um dein Milo. Junge, mich lässt du 12 Stunden in die fucking Sahara fahren, aber Hauptsache Milo geht's gut. Wo war ein Hundefutter? So, ja, das nehme ich mit. Dankeschön. Ja, ist doch in Ordnung. Ich will's doch bezahlen. Hier, nimm. Junge, bezahlen. Top. So, Milo ist glücklich und ich darf 12 Stunden wieder Auto fahren. Mit 10 Dollar Tank und Hundefutter kostet 5. So, schmeiß mir gerade hinten irgendwo auf die scheiß Skateboards drauf. Fuck you, Milo. Ich hab dich schon immer gehasst. So, rein da. Ja, die Karre hat immer noch Reservetank. Das ist ja hoffentlich klar, ne, Mädel? Da muss man... Ah, warte mal. Ich glaube, wir müssen erstmal tanken, ne? Macht Sinn. So. Was ist denn Säule 2 jetzt hier? Oh Mann, jetzt habe ich das Auto auch noch zu weit weggeparkt. Haben wir eine Tankanzeige? Wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt dann. So. Das sollte jetzt aber passen, oder? Mit deiner Tanksäule. Jupp. Ja, volle 10 Dollar Füllung jetzt. Ich habe den Tank aufgefüllt und bin wieder losgefahren. Let's go. Karre ist sogar noch an, ne? Okay, Reservetank ist schon mal weg. Das heißt, wir gehen jetzt wieder on the long road.
fast reingefahren. Der erste Autounfall. Nur der fährt aber auch nicht auf der Spur, wo er fahren sollte, ne? Wenn du auf der Straße bist, realisierst du eine Sache. Monster existieren wirklich. Ah, wegen dem Dude gerade. Und jeder andere von denen schaut aus wie du und ich. Ja, aber was meinst du? Ist nicht abgelaufen, oder bist du... Hä? Junge, was ist, die sich für Sorgen um ihren Milo macht? Wo ist mein Licht hin? Vielleicht solltest du Licht anmachen, wenn du im Wald fährst. Danke, Mädel. Oha, oha, oha. Was ist da vorne? Das ist ein LKW, oder was? Junge, halt's Maul, das Licht. Junge. Hey, warum flackert der mein Licht? Ich dachte gerade, da steht jemand. Junge, mach doch mal dein verschissenes Licht an, oh mein Gott. Hallo? Wer gibt denn da Lichthupe? Oh Junge, gerade so bekommen. Du das Arschloch, ey. Irgendwas hat er gerade geleuchtet. Stell dir mal vor, du müsstest echt so eine Strecke fahren. So hast du sich so 3 Stunden durch so einen Wald durch. Um jedes Reh, was du da nicht überfährst, bist du froh, ey. Oh, Steilkurve wieder. E36 regelt, guter 3er BMW. 20 Miles per Hour. Ja, oh, Moment mal. Das ist die Brücke. Ah. Jetzt geht's Licht auch wieder, ne? Okay, jetzt geht's wieder nicht. Ha. Das ist weird. Hör auf, ich mag das Geräusch nicht. Ich krieg voll Gänsehaut von dem Geräusch, ne? Ekelhaft. Da stand was. Es ist Blut? Nee. Oh fuck. Oh, mach doch mal das scheiß Radio aus, ey. Menschenskinder. Ja, wie lange soll ich denn bitte Auto fahren? Ah, das ist schon ein kaputtes Auto. Aber wie er gesagt hat, keine Anhalter, nichts mitnehmen. Ein Hase? Das war auf jeden Fall kein Hase. Das Sound bei ihm was ganz anderes. Nee, hier ist auch noch eine Bridge. Oder? Nein, das ist keine Brücke. Irgendwie sehr komisch. Och nö. Von 2 großen Baumstämmen blockiert. What the fuck? Ist ein Auto zu nah da dran oder was? What the fuck? Ach, so schieben. Ah, okay. Verstehe. Ah, ich habe mich gerade schon gewundert, was Sache ist. Jetzt aber schnell, komm. Rein da. Oh, Junge. Vielleicht jetzt einfach drüber fahren sollen, also ich weiß doch nicht. Ey, die sind doch weg. Was wollt ihr? Hilfe! Du willst getötet werden, Mädchen, ja? Du hast da Bock drauf, irgendwie.
Ah, jetzt. Okay, er macht die Karre. Nein, die Karre ist am Arsch, Mann. Du kannst aufhören zu starten, es qualmt rot. Rot sag ich schon, es qualmt schwarz. Ja, ach, oh, Junge. Leertaste, um auszusteigen. Und jetzt? Upsi. Hä, warum ist er jetzt wieder eingestiegen? Ich dachte, ich kann vielleicht. Eine Kacke der Angestellte. Ich sage nichts, dass ich glaube, was für eine Kacke der Angestellte. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mich wohlgefühlt habe. Ja, Junge, ist auch böse ekelhaft. Ich mich in die Karre hocken oder so, keine Ahnung. Vielleicht handelt wie eine Horrorgeschichte. Und ganz lehnen, wo mir gesagt hat, nicht bei fremden Leuten mitzufahren. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Wahl gehabt. Es hat mir Angst gemacht, darüber nachzudenken, wie lange jemand brauchen würde, um vorbeizukommen. Okay, Timeskip. 22 Uhr. Sogar. Ah, da kommt ein Auto. Hello. Can you help me, please? No, hallo. Holla. Ja, das war mal nichts. Pures Böse. Ja, der ist sogar durch den Tisch gefahren. Mädel, ich sag dir ganz ehrlich, du kannst es nicht verstehen, aber ich hätte dich auch nicht mitgenommen. Also ganz so, Retalk. Wenn du mit deiner Karre aus 1940 hier durch die Gegend gurkst, alle irgendwo durch die Tundra von Nordend und dann liegen bleibst, alle selber Pech gehabt, ne? Dann bleibt dir nur übrig, von hier nicht fressen zu lassen. 22.43 Uhr, der nächste Psychopath kommt wieder und will mich überfahren, oder? Ne. Ah. Die Lichter sind auch mittlerweile aus und noch gedämmt. Oh, da kommt ein Auto. Elo! Elo! Ja, du Wichser, du Blöder. Ja. Oh, nee, er hält an. Wait. Komm schon, schneller, schneller. War der in der Tanke? Nee, der war nicht in der Tanke. Oder doch? Ach. Du bist das Mädchen von der Tanke. Hallo. Vielen Dank fürs Anhalten. Was willst du hier draußen tun? Ich glaube, dass mein Wagen gerade den Geist aufgegeben hat. Ich kann keine Hilfe rufen, hier ist kein Empfang. Kann nicht mitfahren. Wohin fährst du? Nur diese Straße hoch. Nur der nächste Stop, wo ich Hilfe rufen kann. Übernehmen wir doch das hier, oder? Steig ein. Hab vielen Dank. Könntest du warten, bis ich meine Zeug geholt habe? Beeil dich, schmeiß einfach hinten. Ich werde nicht lange hier sein. Okay, okay, okay. Dann holen wir unseren Shit, wie das Hundefutter und die... Skateboard, die Cappy und was hier auch alles für ein Mumpitz da... Ah, ne, okay. Nein, ich will nicht ins Auto. Bitte, der Mann fährt gleich weg, Anna. Hä? Ja. Ah, okay, gut. So, dann nehmen wir das alles mal mit. Oder reicht vielleicht sogar nur der Koffer? Ich meine, eigentlich ein Koffer ist doch genug, oder? Was willst du jetzt unbedingt mit dem Hundefutter an der nächsten Raststätte? Ja, okay, gut, vielleicht die anderen zwei Taschen auch noch. Oh, so sind wir schneller. Wait. So, warte mal. Wie hab ich das gemacht? So. Ja, wir sind echt schneller damit. Mit diesem seitlich laufen. Die Tasche mit. Juhu, Speedrun. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich irgendwas raus, Alter, und rippt mich nochmal kurz. Ja, auf jeden Fall aus der ersten Folge gelernt, dass die Jumpscares in dem Game einfach legit komplette Brainfucks sind. Weil, keine Ahnung, in dem Game rasten die irgendwie komplett aus mit den Sounds. Reicht das schon? Muss ich jetzt auch das Hundefutter und die Cap holen?
Es ist nicht sicher rauszugehen, du blöder Stricher, Mann. Junge, hilf mir doch dann. Einfach beeilen, komm. Schnell, schnell, schnell. Das ist ja übelst unsympathisch, der Typ. Hier ist Hundefutter auch noch. Mann. Für den kleinen Milo, oder wie ist der Hund? Mal, kannst du ihn für Milo holen? Fick dich, Milo, Alter. Ich höre Frauenstimmen. Oh, das hittet different. Fuck drauf. Wir haben alles. Oh, ich höre Frauenstimmen. Oh. Fast so wie in der Geschichte. Okay, Creep, jetzt fahr, dankeschön. Und wie, du fasst mich an, das gibt hier übelstes Brett, Alter. Können wir Radio anmachen oder sowas, bevor du mich schändest, bitte? Willst du mir also nicht sagen, wer du bist oder was du, wo du hin möchtest? Lieber nicht sagen wollen, wenn das in Ordnung ist. Ich wohne nicht weit weg von hier, ich bin nach Hause gefahren. Und das Stück Schrott ist bei mir kaputt gegangen. Jason? Was? Ich heiße Jason. Okay, ich bin Holly. Hallo, Jason. Trotzdem vergewaltige mich bitte nicht. Was für ein Glück, dass ich heute Nacht in dieser Seite der Stadt sein musste. Ich muss schon sagen, du bist eine mutige junge Frau. Was soll das heißen? Hast du irgendeine Ahnung, was mit deinem Auto da hinten passiert ist? Ich denke, es lag an der Batterie. Das ist ein altes Auto. Ich weiß nicht. Es ist mir noch nie so sehr kaputt gegangen. Es gehört meinem Vater. Es ist ziemlich alt. Junge, dann sag doch auch was. Oh mein Gott. Der macht einfach Angst und sagt nämlich, was los ist. Also, was denkst du über das, was er dir damals an der Tankstelle gesagt hat? Ich habe nichts zugehört. Er hat mir wirklich Angst gemacht. Ja, nimm mir das. Interessant. Der Idiot erzählt das jedem, der hier reist. Also ist das wahr, was das Monster? Ich selbst habe es nie gesehen, aber da sind ein paar Dinge und ich befürchte, das Kaputtgehen deines Autos könnte eins von ihnen sein. Ey, hör zu, ich möchte nicht wie dieser Idiot klingen, aber merk dir das. Wenn du sie nicht störst, wirst du auch nicht gestört. Das ist true. Damit können wir arbeiten mit der Aussage. Trotzdem wäre es jetzt schön, wenn wir irgendwo ankommen. Es tut mir leid, dass ich mich vorhin wie ein Trottel dir gegenüberfallen habe. Ich habe es nicht so mit Menschen. Naja, habe ich gemerkt. Du warst ziemlich weird, Bro. Oh, jetzt kommt ihr den Skip. Nachdem wir kurz gesprochen hatten, ließ er mich bei einem Hotel aussteigen. Anscheinend haben sie Pannenhilfe angeboten, aber ich dachte mir, dass ich auch gleich eine Pause vertragen könnte. Sei vorsichtig, dort draußen sind alle Arten von Menschen, sagt er in ernsthaften Ton, bevor er ging. Ha, wir sind wieder alleine. Not a brief for occupancy. Keine Ahnung, was du damit meinst. Oh, da sind meine ganzen Sachen. Hello. I want to take a Zimmer, please. Der Mann, die gruselige Vibes vorstellbar verbreitet. Vorstellbar. Achso, die gruseligsten Vibes. Mädel, brauchst du ein Zimmer für die Nacht? Wie viel kostet ein Zimmer? 40, Junge. Bist du deppert, Alter. Nur Bargeld, alles klar. Ein Steuerbetrug. Wichser. Raum Nummer 9, direkt hier drüben. Rede über das Auto. Tommy wird, 90 Euro, Tommy wird sich im Laufe des nächsten Morgens darum kümmern. 90 Euro ist voll günstig für so ein defektes Auto mit Fehlersuche. Ich werde Tommy Bescheid geben. Tommy könnte eigentlich auch jetzt noch raus, wir haben ja erst 0.08 Uhr. Aber ist in Ordnung. Und noch eine letzte Sache. Versucht die anderen Gäste nicht zu wecken. Sie würden es nicht gut darauf reagieren. Okay, alles klar. So. Ne, das können wir nicht mitnehmen. Lassen wir unsere Sachen jetzt einfach da liegen?
direkt gegenüber, hat er gesagt. Das muss ja dann hier sein. Das Zimmer oder das? 11, 10. Bruder, wo bist du? Ein Motel übernachten. Oh, wir haben gar kein Internet mehr. No Service. Bruder, wo bist du? Dein Vater ruft mich an. Was soll ich machen, Alter? Ich kann hier nicht antworten, Brody. 10, 9, da sind wir doch. Ja, wir haben aber nicht mal eine Matratze, gell? Außer bei einem Geruch, eine Art Moosgeruch, den man von alten Häusern bekommt. Ich kann dort nicht schlafen. Ja, und jetzt? Junge, ich habe keine verfickte Matratze in meinem Scheißzimmer. Was ist denn los? Dem zeige ich es jetzt. Gleich jetzt gibt es Nackenschellen, oder? Was ist denn das für ein Murks? Hallo? Der Hotel-Service-Chef des Todes? Ich hätte gerne eine Matratze in meinem Bett. Alles klar. Gut. Müssen wir uns jetzt selber eine Matratze besorgen? Das finde ich schon ein bisschen ranzig, ne? Ja, was soll ich jetzt machen, Junge? Da ist keine Matratze auf dem Bett. Oh. Was machst du hier? Du hast mir echt Angst eingejagt. Was sollte ich dich fragen? Wer bist du? Tommy vom Zimmerservice hier beim Rodway Hotel, dem schönsten Zwischenstopp in Norwood. Du weißt schon, Sachen geputzt. Ich nehme nur meine Sachen. Du kranker Penner, Alter. Junge, halt zum Maul, verpiss dich. Ah, weiß ich nicht, hol dein Zeug. Oh, ich habe die Tür noch zugeschmissen, ich habe mich so erschrocken. Junge. Ah, oh, ja, ich hole mein Zeug, alles cool. Ich schlepp wieder alles, was ich dabei habe. Ja. Oh, wir können sogar zwei Sachen nehmen. Und ich habe alles direkt mitgenommen. Oh, wie gottlos. Und ich denke mir ganz. Junge, du bist fucking creep, Alter. Oh, ich habe mit Joe über die ganze Situation gesprochen. Was ist falsch mit diesen Leuten? Gnade, Gnade, Gnade. Da mach dir keine Sorgen. Hier ist es sicher. Ich hol dein Auto. Und das Telefon des Zimmers funktioniert nicht. Wenn du irgendwas brauchst, frag einfach beim Empfang nach. Wir haben versucht es, aber wir haben derzeit nicht genug Gäste, dass es sich lohnen würde. Hehehe. Aber eine gute Nacht wünsche ich dir, Junge. Fick dich, ganz ehrlich. Du bist ein mega Scheißtyp. Mir ist gerade mein Scheißherz in die Hose gerutscht. Und dann habe ich draufgeschissen vor Schreck. Kranker Psychopath, Alter. Nur Hauptsache, wir haben Milos Futter dabei. Hauptsache, Milo geht's gut, ne? For good boys and girls, pet pet. So, jetzt noch den letzten Shit holen. Oh, der fährt weg. Ja, warum? Du hättest links fahren müssen, oder? Und dann wärst du zu meinem Auto gekommen, Junge. Wenn wir die Nummer schon mal abhaken können. Aber jetzt haben wir wenigstens auch eine Matratze, das heißt, wir können schlafen. Na, das ist schon mal viel wert. So. Jetzt können wir schlafen. Let's go. Aber wollen wir überhaupt schlafen? Hä? Oh.
am Arsch. Hallo? Aha, also da hinten ist unser Creep, alles klar. Oh. Da ist nichts draus, was man nutzen kann. Ah, Kaffee. Sie will also gar nicht schlafen. Sie will lieber zu dem Creeper ins Zimmer gehen. Alles klar, Bruder. Verstehe ich vollkommen. Ich gehe auch lieber zu dem Creep Kaffee trinken, anstatt einfach schlafen zu gehen. Kann ich ja klopfen? Ah. Hier gibt es Kaffee. Da hinten gab es ja dann auch Kaffee oder was? Espresso, Cappuccino. Not available. Bei Espresso ballert anders. Have to stay awake. Wir brauchen. Oh. Guter Espresso. Hallo? Holy shit. Oh, no, no, no. Die Steuerung ist invertiert. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Oh, falsche Richtung. So. Nee, nein, ey, Hilfe. Nein. Nein, 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 nein. Einfach ins Zimmer rein und die Tür zu. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Junge, Hilfe! Holy shit, wir werden so hart geraped. Was war das für ein Kaffee, Alter? Wir haben einfach den Kaffee durch eine Spritze initialisiert, oder was? 3.18 Uhr. Let's go. Ich war beruhigt. Ja, klar, nach dem Ding wäre ich auch sicherlich nochmal jemanden beruhigt. Ja, das Telefon geht nicht. Ich dachte, das Telefon ist out of order. Was willst du denn jetzt machen? Ich hab links was gehört. Halt's Maul. Nur am Arsch. Ich wollte mich doch nur verstecken, Mann! Oh, da sind wir jetzt auch endlich wieder. 3.18 Uhr. Und wer kommt jetzt als nächstes? Jetzt kommt der crazy Typ, mit dem wir reden müssen. Das ist easy. Ja, jetzt passt's auch. Jetzt liegt sie auch im Bett und steht nicht fucking im Raum rum. So. Kommt er denn? Ah, ich verstehe nur nicht, warum er sie nicht jetzt direkt gekillt hat. Ah. Ich fühle mich unsicher rauszugehen. Na gut, dann nehmen wir uns wieder hin.
Halt's Maul, da ist doch gerade jemand rausgekommen, oder? Oh, dass der denn im scheiß Wandschrank ist, ne? Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Ich kann da drüben nicht anrufen, weil das Telefon kaputt ist. So, 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 so. Geht schon wieder ins Bett. Okay, dann wir chillen kurz. Ich glaube, meine Vape ist leer. Was ist jetzt sein Ziel? Jetzt, dankeschön. Da klopft's. Hallihallo. Guten Tag, wer ist da? Öffne die Tür. Hallo. Ja, ich weiß, aber da steht eine Kaffeemaschine, Junge. Die setzen Menschen unter Drogen. Das ist einfach aus Frankfurt, das Ding. Führen Sie, was passiert? Zeig mir zuerst die Kaffeemaschine. Jawohl, folgen Sie mir. So, und dann sind wir nach dem Punkt. Geht er raus. Der blöde Pisser. Und da ist keine Kaffeemaschine mehr. Auf jeden Fall, der geht dann raus. Jetzt jemand, jetzt müsste der da rauswatscheln. Das ist so gestört, Alter. Ja, hier, da, so, hier war die. Da war die Truckbar. Aber ich stehe jetzt halt nichts mehr, ne? Das ist blöd. Genau da. Bei dem Eimer. Du stehst doch davor. Junge, Junge, Junge. So, hältst du mir nicht zu, sag ich zurück und Zimmer und bleib dort. Alles klar, ich geh jetzt wieder zurück. Medikamente und den Fernseher anmachen. Und dann kommt der komische Hello-Typ. Also 40 Minuten soll die Episode dauern. Wir sind jetzt schon eine Stunde drin, weil ich einfach komplett ass bin und zweimal schon gestorben bin. Ah, 9. Nummer 9. Fernseher ist an, Drogen sind ready. Wrupp, wrupp. Hallo? Take it. Jetzt noch ein Schluck Wasser, requires water. So, und jetzt legen wir uns schlafen. Das Problem ist, sie sagt halt auch nichts. Normalerweise haben die die ganze Zeit irgendwie so, ich sollte noch einen Schluck Wasser trinken. Ich sollte mich nochmal gegen, keine Ahnung, Chlamydien untersuchen lassen. Aber gar nichts. Jetzt müsste der Dude ja wieder kommen, oder? Ja, da ist immer schwarz, gerade oben links gewesen im Bild. Was ist das? Hier ist einfach nur Grafik, alles klar. Steht der da jetzt schon? Oh, du kranker Creep, Alter. Da ist er. Da ist der Creep. Warte mal. Öffnet's. Sagt aber nichts mehr noch. Alles zumachen. Tür zu. Na, jetzt warten. Jetzt redet er.
Oder? Redet er? Auch Hilfe, was willst du? Oh, jetzt hat er nämlich auch nicht gesagt, dass er weiß, dass ich hier drin bin. Ich weiß, dass du da drin bist. Ja, und jetzt, du weißt es, aber was machst du denn? Jetzt klopft er. Das hat er vorher nicht gemacht, der Penner. Aha, das ist neu. Aber soll ich jetzt hingehen oder? Boah, Junge. Ich trau mich nicht. Hallo, wer ist denn da? Junge, es ist. Hier, du bist nervig. Bitte geh. Hübsche Lady, komm schon. Oh mein Gott. Oh. Oh, da, 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 da. Junge, Junge, Junge. Oh shit. Hört er mich? Nee, das ist nicht mit dem Mikrofon verbunden, ne? Sucht der ekelhafte Creep, Alter. Deinem weißen Hemd, Junge, die sieht aus wie in so einem Chiropraktiker. Fick dich doch, Mann. Der dreht jetzt auch so. Der hat schon selbst in dem Ding versteckt. Komm doch rein. Junge, der Creep hat einen Freund mitgebracht. Nee, das ist der Typ vom Anfang. Oh. Junge, der hat den einfach umgeboxt. Ja, vielleicht ist er doch nicht so scheiße. Bis heute finde ich es komisch, dass der Manager die Polizei nicht verständigen wollte, weil dies dem Ruf des Motels schaden würde. Ich glaube, dass die Stadt zu einem Kult oder Drogenring oder so zu etwas noch Schlimmerem gehört. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist Tommy mit seinem Auto angekommen. Ich bin dann nie wieder auf lange Autofahrten gegangen. Ich bin danach nur noch mit dem Flugzeug geflogen. Das war Chapter 2. Norwich Wood, Norwich Wood Hike oder so, war es das? Das war, also es, das war der erste Teil, der war kürzer, aber der war irgendwie sinnvoller, also was heißt sinnvoller, aber der kam mir einfach zu verstehen vor. Da, keine Ahnung, ob ich mit dem reden soll, ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich die Tür öffne, wenn ich drauf drücke. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns zum dritten Chapter, ich glaube, das ist das Ende. Dann würde ich sagen, haut's rein, Leute, tschüss.